Ein mehr als unbequemer Gang für Boris Johnson. In der Affäre um Partys im Regierungssitz zu Zeiten extremer Corona-Kontaktbeschränkungen standen neue Wortgefechte mit der Opposition im Parlament bevor. Nach wie vor schwebt ein mögliches Misstrauensvotum der Abgeordneten seiner konservativen Partei wie ein Damoklesschwert über dem britischen Premierminister. Und die Opposition bleibt im Angriffsmodus. Der Ministerkodex besagt, dass von Ministern, die das Parlament wissentlich in die Irre führen, erwartet wird, dass sie ihren Rücktritt anbieten. Glaubt der Premierminister, dass das auf ihn zutrifft? Mr. Speaker, natürlich. Aber lassen Sie mich dem Haus sagen, dass ich denke, dass er eine Frage zu einer Untersuchung stellt, die ich, wie Sie wissen, nicht kommentieren kann. Als Anwalt, Mr. Speaker, wird er wissen, dass ich mich dazu nicht äußern kann. Worauf ich mich konzentriere, ist die schnellste Erholung aller europäischen Volkswirtschaften von Covid und die schnellste Einführung des Booster-Systems. Was auch immer er heute oder morgen in seiner Erklärung sagt, wird nichts an den Tatsachen ändern. Dieser Premierminister und die Regierung sind nichts anderes als eine Verachtung von Anstand, Ehrlichkeit und Respekt, die dieses Land ausmachen. Nein, Mr. Speaker, natürlich will er mich aus dem Weg haben. Mr. Speaker, natürlich will er mich aus dem Weg haben. Natürlich, das leugne ich nicht, wollen mich viele Leute aus dem Weg haben. Aber ich nenne Ihnen den Grund, warum er mich aus dem Weg haben will. Weil er weiß, dass man dieser Regierung zutrauen kann, dass sie liefert. Mit dem Verweis auf seine Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie versucht Johnson, sein politisches Überleben zu sichern. Ob es zu einem Misstrauensvotum kommt, wird wesentlich vom Ergebnis der internen und den polizeilichen Ermittlungen abhängen.